Sollte derzeit in ungarische Staatsanleihen investiert werden? Aktuell befindet sich Ungarn in einer soliden wirtschaftlichen Wachstumsphase. 2018 konnte ein Wachstum des BIPs von 4% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden, eines der höchsten aller EU-Staaten. Durch das starke Wirtschaftswachstum steigt die Nachfrage. Dies führt dazu, dass die Firmen mehr produzieren. Allerdings ist die Wirtschaft in Ungarn bereits an der Obergrenze ihrer Produktionsmöglichkeiten. Dadurch müssen die Arbeitnehmer Überstunden leisten und fordern mehr Lohn. So kommt es zu Lohnerhöhungen. Da Arbeitnehmer nun mehr Einkommen zur Verfügung haben, können sie mehr ausgeben. Sie erhöhen also ihren Konsum und dadurch das Wirtschaftswachstum. Davon wollen aber auch die Unternehmen profitieren und erhöhen ihre Preise. Durch diese sogenannte Lohnpreisspirale steigt die Inflation in Ungarn zurzeit stark an und wird auch weiter steigen. Da das Inflationsziel der ungarischen Zentralbank zwischen 2% und 4% liegt, ist diese Entwicklung kritisch zu sehen, da die Inflationsrate bereits einen Wert von 3,8% aufweist. Um dieser Tendenz in Ungarn entgegenzuwirken, müsste die ungarische Zentralbank den Leitzins erhöhen, wodurch die Inflation sinkt. Der Leitzins ist in Ungarn jedoch seit 3 Jahren konstant bei 0,9%. Dadurch steigt die Inflation weiter und gefährdet das Ziel der Preisniveaustabilität. Woran könnte das liegen? Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die ungarische Politik unerlaubterweise Einfluss auf Entscheidungsprozesse der Zentralbank nimmt. Aufgrund des politischen Drucks findet keine Leitzinserhöhung statt. Dies hat zur Folge, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt und der weitere Inflationsanstieg nicht verhindert wird. Und was hat der Leitzins jetzt mit einer Anlageentscheidung zu tun? Was sind überhaupt Staatsanleihen? Man erwirbt vom Staat Anleihen und dieser zahlt einem dafür eine fixe Rendite. Die Höhe der Rendite orientiert sich am Leitzins der Zentralbank. Da dieser in Ungarn konstant niedrig ist, bleibt auch die Renditenzahlung unverändert niedrig. Allerdings steigt, wie wir gesehen haben, die Inflation. Dadurch sinkt der Wert der Rendite. Im Falle Ungarns übersteigt die Inflation die Rendite sogar. Entgegen der negativen Rendite bei Staatsanleihen kann man festhalten, dass sich eine Anlage in Aktien mehr anbietet. Ein geringer Leitzins führt zu hoher Investitionstätigkeit und verstärkt so das Wirtschaftswachstum. Da dieses Wirtschaftswachstum hohe Dividenden in Aussicht stellt, können Anleger hier profitieren. Aufgrund besserer Anlagealternativen sollte derzeit nicht in ungarische Staatsanleihen investiert werden.